1844 war Robert Blum in Leipzig schon einmal wegen eines kritischen Zeitungstextes inhaftiert worden. Robert, endlich. Jenny. Die Kinder werden sich so freuen. Ich habe euch auch vermisst. Wie meine königlich-sächsische Freiheit. Der vierfache Familienvater versteht sich als Freiheitsfreund, als Liberaler. In Wort und Tat wendet sich der Leipziger gegen die bestehenden Verhältnisse in seinem Vaterland, das immer noch in 38 einzelne Staaten und Städte zerstückelt ist. Dominiert von Preußen und der Vormacht Österreich, sind sie nur lose zusammengefügt im Deutschen Bund, der seinen Sitz in Frankfurt hat. Der ist sich einig, vorwiegend in der vereinten Verfolgung jeglicher Opposition, von der Oder bis zum Rhein. Der alte Goethe sagte, ein kleines Kind kann nicht einmal über die Straße laufen, ohne von einem Polizeidiener aufgegriffen zu werden. Das heißt, dieses Gefühl der Überwachung, der Kontrolle, und das vor dem Hintergrund, dass man nach Belgien schaute oder nach Frankreich, wo ein anderes, freieres Leben möglich war, das war eine Provokation. Besonders beargwöhnt werden fortschrittlich gesinnte Deutsche, die ihre Überzeugung in Worte fassen. Robert Blum hat seine Stelle als Sekretär am Leipziger Theater gegen die unsichere Existenz eines politischen Publizisten eingetauscht. Eine Fülle von Artikeln, Buchtexten, Dramen und Reden sind die Frucht. Darin macht er auch öffentlich Druck gegen die erstarrte Herrschaftsordnung in den deutschen Ländern. Als Autor und Herausgeber einer regimekritischen Zeitung führt er einen ungleichen Kampf. Denn alle aktuellen Druckerzeugnisse werden vorab von einem staatlichen Zensor geprüft, der streichen und verbieten kann. Wo stecken Sie dich als nächstes hin für ein freies Wort? Ich will keinen Witwenschleier. Hörst du? Jenny, es ist kein Spiel, aus dem man sich einfach zurückzieht, wenn es gefährlich wird. Hätte es je eine Reformation oder sonst was Großes gegeben, wenn jeder denken würde, ich ändere ja doch nichts. Du änderst dich jedenfalls nicht. Du bist immer noch der alte Brausekopf. Die Welt der Worte und des Wissens hat Robert Blum schon von klein auf angezogen. Bildungshungrig hat sich der gebürtige Kölner aus der Armut seiner Kindheit hochgearbeitet, bis in das liberale Bürgertum der Bücherstadt Leipzig. Das gemeinsame Ziel, die politische Reform, Parlamente, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das war übergreifend. Aber dann gab es diejenigen, die meinten, das ist noch möglich mit den Fürsten. Das waren die gemäßigten Liberalen. Und dann gab es die anderen, die entschiedenen Demokraten, die sagten, wir müssen eine stärkere Opposition machen. Und es gab, das war aber eine kleine Gruppe, die entschiedenen Republikaner, die sagten, mit diesen Fürsten geht gar nichts, sie müssen weggeräumt werden. Von den Höfen und den Feinden der Freiheit erfuhren wir schnöden Unmut und grobe Täuschung. Der Gedanke, das Wort, wurden gefesselt und die begeisterte Vaterlandsliebe... Volksredner finden zunehmend Gehör. Was vor einem Jahrzehnt noch... Auch Robert Blum in Leipzig. ...was ausgesprochen als Hochverrat galt, um dessen Willen Hunderte in den Kerkern schmachteten oder dem Vaterland den Rücken kehren mussten. Es erschallt aus allen Gauen, aus jedem tiefen Herzen, aus jedem Mund, ein einiges, festes, deutsches Vaterland, fest wie seine Berge. Die Idee ist Fleisch und Blut geworden. Trotz aller Unterdrückung und Verfolgung wird sie sich verwirklichen. Die Revolution... Die Revolution hat in Paris gesiegt. Im rasenden Tempo des Dampfzeitalters verbreitet sich die Kunde vom Sturz des französischen Königs im Februar 1848. Sie erneuert den Mythos der französischen Revolution in ganz Europa.
Auch in Deutschland erwacht Hoffnung auf einen europäischen Völkerfrühling. Als erstes verstoßen Bürger in Baden gegen Pressezensur und Versammlungsverbot. Vielfältig, oft gegensätzlich, bricht aus, was lange angestaut war. Bürger fordern Mitsprache. Handwerker begehren gegen die Zunftordnung auf. Bauern verbrennen Grundbücher ihrer Gutsherren, die sie in Abhängigkeit halten. Mitunter mischen sich demagogische, auch antisemitische Tendenzen in die landesweite Märzrevolution. In den Städten rebellieren Kleinbürger, Tagelöhner, Studenten gegen die Militärmacht der Fürsten. Aus Angst vor oft nur drohender Gewalt berufen die Landesherren Liberale, sogenannte Märzminister. Vom Westen aus fegt ein nie dagewesener Sturm durch die deutschen Lande. In einer Residenz nach der anderen weichen Monarchen dem Aufstand. Selbst im mächtigen Vielvölkerstaat Österreich muss Staatskanzler Metternich fliehen. Ein unerwarteter Durchbruch.